Mein Name ist Jörg Huber aus Oberkirch. Wir stehen hier auf unserer Erdbeerplantage in Aachen, Ulzbach, auf dem Versuchsfeld bei der Sorte 1602, gezüchtet von Fisch Forward. Wir haben sehr schöne uniforme Früchte. Wir haben eine sehr schöne erste Pflücke an der Pflanze jetzt schon hängen. Was sehr gut ist, der Geschmack ist seit der ersten Pflücke optimal. Wir haben eine sehr schöne Süße. Sehr, sehr guter Wuchs, eine sehr gesunde Wurzel, sehr wenig empfindlich für die Phytophthora. Es gibt sehr gleichmäßige Bestände. Die Sorte braucht nur eine sehr gezielte, schwache Stickstoffdüngung, weil sie von Natur aus eine sehr stark wüchsige Sorte ist. Sie ist sehr geeignet für den Nachbau und kommt ideal im Reifbereich zwischen Clary und Darselect, bringt aber ihre Hauptmenge im Bereich von der Clary. Viel unterm Laub, das ist sehr ideal für die Frostnächte, dass es weniger Blütenfrostschäden gibt und auch die Blätter tun einige Früchte beschatten. Ich wünsche der Sorte ein langes Leben. Ich wünsche den Erzeugern, die sie anbauen, dass sie sehr gut wieder zurechtkommen, wirtschaftlichen Erfolg haben. Den Verbrauchern wünsche ich, dass sie Freude mit der Sorte haben und vor allem Genuss, wenn sie wieder kaufen. Ich darf die Sorte jetzt den Namen geben und der Name lautet Aleko.